Wo ist denn hier der Ausgang? Ist das der Ausgang? Nehmen wir doch einfach diesen Ausgang hier über den Fahrstuhl. So, Space Administration Center. Ich kann nur hoffen, dass das jetzt gerade nicht invaded ist. Das war ja so eine Sache mit den Hyena-Kisten und ich glaube auch, den anderen exotischen Loot wird es dann da nicht geben. Tippe ich mal. Ich gehe da mal lieber auf Nummer sicher. Ich habe es ja schon erwähnt gehabt. Aber erstmal raus hier aus der guten Stube. Puh, endlich wieder frische Luft. Wir müssen zum Administration Space Schlag mich tot. Mhm. 3, 2, 1. Und da ist es ja, Space Administration HQ. Und irgendwer hat es schon auf Wiederholen gestellt und uns direkt vor die Haustür platziert. Auf geht's. Volldampf voraus, wie immer erstmal ein bisschen Munition erspielen. Wir platzieren Geschütze optimal. Naja, hier am besten, ne? Hierhin, ihn markieren und BAM! Zack, oh, wir haben gleich Munition, wunderbar, perfekt. Flop, weg ist er. Sturmi! Oh, klasse. Von vornherein richtig viel Munition haben, ist gar nicht mal so verkehrt. Muni einsammeln. Den können wir auch noch wegsnacken mit dem Revolver. Der ist noch ganz klein. Zack. Und jetzt den Spezialmuniman. Na, kommst du raus, mein Freund? Gegen wen kämpfen die alle? Das verstehe ich nicht. Hallo? Ist hier noch einer gerade lang gelaufen oder so? Ich weiß es nicht. Bin ich überfragt. Helmbruch! Kopfbruch! Ran da. Ran, ran, ran. Aber nicht so weit ran. Na, 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 na. Das lässt du mal schön, mein Freund. Hey, hey, hey! Geht doch. Stopp! Der lebt noch. Muniman! Ey, schade. Hätte ja klappen können. Hätte ja klappen können. Den lilanen da hinten sollte ich vielleicht mal wegsnacken. Oh, ein goldener Scharfschütze. Ja, den kriege ich jetzt erstmal nicht so mit dem Revolver hin. Aber hier, der dicke LMGler. Den könnte man doch gut anballern. Ne? Der ist nur rot. Der ist nur ein bisschen rot. Den können wir noch als Munitionsquelle zweckentfremden. Ist ja keiner mehr hier, ne? Vorsichtig. Ja, schieß ruhig. Schade, hat nicht mehr geklappt. Offensichtlich hat das Spiel entschieden, dass wir schon genug Munition haben. Haben wir aber auch wirklich, ne? Ja, wer weiß. Vielleicht kommen wir die ganze Mission jetzt aus. Dann wollen wir mal NOA. Ich glaube, hier ist der coole Mass Effect Raum. Der Raum, der mich so ein bisschen an Mass Effect Andromeda erinnert. An die guten Teile von Mass Effect Andromeda. Ja, die rar gesäten guten Anteile von Mass Effect Andromeda. Aber es gibt sie. Es gibt sie. Man muss nur ganz genau hingucken. Yay! Blub! Oh, Spezialmuniment fast schon eliminiert. Oh, da ist noch einer. Noch ein Spezialmuniment. Ein LMG da. Aua, aua, aua. Schande. Mann, 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 viel zu viel los hier. Auf ihn Geschütze, gib ihm alles. Alles, was du hast. Hey, ich hab dir zweimal auf die Munitionskiste geballert und du kannst immer noch schießen. Was für eine Frechheit. Vorsichtig.
Das wäre fast schief gegangen. Na. Schande, ich bin auf die Vorwärtslaufen-Taste meiner Maus gekommen. Mein Fehler. Hörst du dich ab jetzt immer damit rausreden? Vielleicht. Oh mein Gott. Da ist noch einer. Und da kommt noch mehr. Frische Energie, wunderbar. Ach, hier geht's weiter, alles klar. Und da ist auch die Treppe zu Stockwerk Nummer 3, wunderbar, Volldampf. Los geht's. Ich hatte mich ein wenig unten verfranst gehabt. Aber Pustekuchen, es geht weiter. Na, ist da schon einer? Kommen Sie schon? Ja, da war einer. Hundertprozentig, geschütze Sie. Sturm. Und raus hier. Wir nehmen sie in die Zange, Geschützi. Und wenn es das letzte ist, was wir tun. Schande, da war eine Wand dazwischen. Na, willst du dich da aufbauen, Mechaniker? Ja, will er. Nee, er will schießen von da. Mit einer Schrotflinte. Findest du nicht? Das ist ein bisschen weit. Ein ganz klein bisschen weit. Oh, da, schon wieder. LMG Spezialmuni, man. Na. Nee, doch nicht LMG, ich dachte. Ein stinknormaler Kleiner. Hey, lass mir Geschütz hier in Ruhe. Medic. Der Medic muss sterben. Ab mit seinem Kopf. Wo ist er? Und der Spezialmuniment muss auch dran glauben. Von allen Seiten kommen sie hier. Von allen Seiten. Medic, du. Du kleiner Lump, du. Geht doch. Schön. Geht doch. Dankeschön. Durchladen, durchatmen, Geschütz hier einpacken, hat sich von selbst erledigt. Meine Lieblingsprobleme, die sich von selber in Luft auflösen. ACS-12, ist doch eine Flinte, ne? ACS-12, ja genau. So eine Trommelmagazinflinte. Nö, ich bin ganz zufrieden, ne? Spielt sich ganz angenehm, die unsichtbare Hand. Die es beim Händler gab, einfach so, das erste benannte Gewehr oder generell die erste benannte Waffe, die ich bei unserem Division-Händler gesehen habe. Da konnte ich nicht Nein sagen, da musste ich zuschlagen. Und ich wurde nicht enttäuscht. War auch verdammt teuer, das Teil. Also für meine Verhältnisse, ich bin ja nicht der allerreichste Division 2-Spieler. Noch nicht. Eingang des Satellitenkontrollraums lokalisieren. Okay, dann machen wir das. Danke. Loot. Geschütz sich schön weit vorne platzieren. Flop. Na, sag mal. Wow, vergiss es. Du bist eklig, Mann. Geh weg. Ausbrechen, hinhocken. Sniperino. Ihn da, genau. Oh, ein LMG Spezialmuniment. Das sind die allerschlimmsten. Medic! Schande. Kommt da raus? Hm.
Das kann ich auch. Ich werbe auch gleich mit Granaten. Geht gleich los. Hier kommt niemand lebend raus. Sorry, mein Fehler. Na. Und noch einer. Und da ist noch einer. Wir haben heute jede Menge zu tun. Jede Menge. Wie wäre es mit einer Granate? Zur Abwechslung mal. Granaten sind unser Freund. Ändere Position. Over. Was ist denn hier der Mechanic? Oh, geil. Pixel perfekt. Aus der Deckung. Wow, 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 wow. Wo, was zur Hölle? Das irritiert mich total. Oh, 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 also, mein lieber Scholli, mein lieber Scholli, Mann. Oh, aber, also, nee, das war nicht verdient. Der kam aus dem Nichts, kam der. Es ist mal wieder das Dach, wo hier alle Fäden und, nun ja, Kabel zusammenlaufen und wo wahrscheinlich gleich das Allergröbste stattfinden wird. Satellitenschüsseln ausrichten. Ach ja, stimmt ja, die riesigen Satellitenschüsseln unter den gigantischen Kuppeln. Okay, 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 eins nach dem anderen. Daily Business. Wir wissen, wie das ablaufen wird. Flop! Wo sind denn noch so ein paar Schergen hier? Oh, warte mal, ist das ein Bauschaumidiot? Nee, das ist ein Sturmi. Ein kleiner Sturmtrooper. Ah, oh, 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 ich hasse sie so sehr. Alle hassen diese Waffe. Beim Gegner, alle hassen sie. Cool, dankeschön. Sind noch mehr am Start, bevor ich die erste Schüssel kalibriere. Ich glaube, das wäre es soweit. Ne? Wir bleiben mal gleich hier beim Anfang. Es sollte nicht allzu lange dauern, sie auszurichten. Das müssen sie immer noch für jede einzeln machen, aber immerhin geht es so schneller. Es war... Vorsichtig, da sitzt sie schon. Na, was ist denn das hier? Warum habe ich den Revolver draußen? Das war nicht so gewollt. Eigentlich wollte ich, nun ja, einfach nur die Munitionskiste von diesem Geschütz wegfriemeln. So ganz, ganz locker flockig. Wo sind denn alle hin? Ich dachte, wir wollen Party machen, hä? Party bei den Satellitenschüsseln. Da ist noch einer. Hey, Party! Schande, er kommt hoch. Es sind noch mehr hier. Sie haben sich ein wenig verstreut. Boom! Geschütz deaktiviert. Kopf deaktiviert. Ja, dreh dich schön im Kreis. Na, wo ist sie denn? Sie hat doch gerade eben noch geschrien. Geschütze, du musst mir gleich helfen. Ich finde sie wieder nicht. Das ist mir schon mal passiert. Oh! Da hatte ich sogar noch das Sniper ausgerüstet gehabt. Aber ging ja, ne? Ging in Ordnung. So, Klappe die zweite. Satellitenschüssel Nummer 2 wird ausgerichtet. Sky HD wird gleich empfangen. Und es geht schon wieder los. Hier muss doch irgendwo ein bisschen Spezialmuni mal für mich rumliegen. Das kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Das wäre auch ein bisschen unfair, oder? Na,
Aha, kriegen wir das Geschütz deaktiviert? Ja, kriegen wir. Sehr schön. Munikiste wegballern. Habe ich auch jetzt erst kürzlich gelernt, dass das geht. Oh, das ist noch ein Geschütz. Noch ein Geschütz möchte von uns deaktiviert werden. Oh, komm schon, Mann, du Mechaniker. Kümmere dich mal lieber um dein... Kümmere dich mal lieber um... um dein Geschütz. Und ich weiß, glaube ich, mittlerweile, warum ich mir eingebildet habe, dass die Spezialmunition der True Sons durch Deckung schießen kann. Es ist definitiv Blutungsschaden und... Blutungsschaden wirkt noch so ein bisschen nach, selbst wenn man wieder hinter seiner Deckung ist. Und das hat dann in einem hektischen Moment so gewirkt, als ob, nun ja, als ob... Als ob die Gegner mich, die True Sons, mit der Spezialmunition auch noch hinter den Deckungen erwischen. Jo, danke. Cool. Komm schon, Mensch. Hallo. Sofortige medizinische Hilfe erforderlich. Genau so nämlich. Agent kampfunfähig. Genau so. Wir sind noch nicht am Ende. Wir haben noch ein extra Leben. Na, na, na. Vorsichtig. Hey! Das ist meine Seite der Deckung. Meine Seite. Wow. Wow, wow, wow. Zack, zack, zack. Und, was liegt da? Moni? Nein, glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich laufe mal lieber jetzt alles nochmal ab. Nicht, dass wir dann zu wenig Medikits haben. Wenn die Kacke hier richtig am Dampfen ist. Aber das wäre es soweit, ne? Geschütz sie ist mit dabei. Und ist es echt so? Gibt es hier keine Spezialmunition für mich? Das ist ein riesiges Gelände. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Dass hier keine kleine Fitzelkiste für mich rumliegt. Nee. No way. Schade. Naja, gut. Aber wir kommen ja zurecht. Wow, das ist hier ein halber Horrorfilm mit den ganzen leeren Raumanzügen hier. Aber das soll uns nicht weiter ablenken. Wir müssen uns hier unserer Aufgabe widmen. Wir sind wegen einem exotischen Pistolenteil hier und hoffen mal, dass sich der Spaß am Ende für uns lohnt. Vielleicht diesmal. So, Geschützi, Granate und flop! Weg ist der Kleine. Und nicht vergessen, wir müssen Muni sammeln. Den hier. Der muss dran glauben. Mit dem Revolver. Flop. Da liegt unsere Muni. Die heben wir gleich auf. Vorsichtig. Willst du mal was sehen? Nein, ich will es nicht sehen. Pack es wieder weg. Wie eklig. Vorsichtig. Spezialmuniman to the max. Ist aber nur ein kleiner roter, ne? Vielleicht nehmen wir den so aufs Korn. Verdammt. Ja, wir brauchen auf jeden Fall für später noch Munition hier. Boom! Sehr schön. So, Muni liegt unten. Wir können ein wenig das Feld ausdünnen. Na, willst du ein Geschütz aufbauen? Lass mich raten. Nein? Na dann nicht. Na dann nicht. Er hat schon eins aufgebaut. Der hatte schon eins. Er hat uns nur ablenken wollen von seinem Geschütz. Muni, Muni, Mon, Mon. Weiter durchladen. Yay, 419 Schuss für das Sturmgewehr. Ist schon eine ganze Menge. Gold mitnehmen natürlich. Geschütz sie vielleicht einpacken. Ja, hätte ich früher machen sollen. Geh gleich wieder richtig rund hier. Nachdem ich Hand angelegt habe an diesem Terminal. Oh, Spezialmuni. Yay. Brand? Nee, Explo. Okay. Ich versuche mir mal das Ganze wieder zu merken. Also die farblichen Chiffrierungen der Spezialmunikisten. Wir können. Geschütze ist wieder am Start. Wir platzieren ihn ein bisschen weiter oben oder... Nee, ein bisschen weiter hier in der Mitte. Er soll in alle Richtungen feuern können. Und go! Wir können den Sender bergen, sobald der Kran angedockt hat.
Von wo? Von wo kommen Sie? Modul eskortieren. Mach ich. Kann das kaputt gehen? Ich sehe da keine Energieanzeige. Oh oh, vorsichtig, Deckung.